Meine Damen und Herren, liebe Fußballfreunde, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum Live-Talk auf Radlberger Online. Heute mit einem Gast aus der VNAT Elite Liga, Felix Gurschler. Servus, Felix. Servus, Thomas. Danke für die Einladung. Tja, meine Damen und Herren, liebe Fußballfreunde, Fußball total heißt es an Ostern, speziell am Karsamstag. Da beginnt auch der Rest des Unterhauses nach zwei Wochen. Nach zwei Spieltagen in der Regionalliga West beginnt auch in sämtlichen Unterhaus-Spielklassen des Landes die zweite Saisonhälfte, also der Frühjahrsdurchgang. Und vor allem in der VNAT Elite-Liga mit 14 Vereinen, da geht die Post ab, da herrscht Hochspannung im Titel und im Abstiegskampf. Es könnte ja so sein, meine Damen und Herren, dass im Extremfall vier Mannschaften aus der VNAT Elite Liga absteigen müssen. Das wäre natürlich ein Horrorszenario. Und daher sind viele, viele Vereine derzeit noch in Abstiegsgefahr. Aber wir widmen uns heute dem Titelkampf. Da sind fünf Mannschaften nur durch vier Punkte getrennt. Winterkönig Lauterach, Rothenberg, Nenzing, Lohau und Admira Dornbirn. Diese fünf Mannschaften, wobei davon vier außer Lohau schon in der Regionalliga West in früheren Zeiten gespielt haben. Rothenberg ist damals mit dem FC Langeneck in der Saison 2018-2019 schon einmal in der Regionalliga West haben sie gespielt, sind dann dort Vorletzter geworden. Es wäre daher schon das zweite Mal dann, wenn sie am Saisonende heuer Erster werden, würden sie dann ab Sommer in der Regionalliga West wieder spielen. Felix, zwei Jahre spielst du jetzt beim Zimmer FC Rothenberg. Dein Marktwert laut Transfermarkt.at ist mit 150.000 Euro sehr, sehr hoch. Du bist auch ein ganz, ganz wichtiger Spieler gewesen in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart. Was sagst eigentlich das Urgestein, weil eigentlich kommst du vom FC Dornbirn, hast lange beim FC Dornbirn gespielt, ist eigentlich auch dein Stammclub. Was sagt er dazu? Ja, mal zu Beginn möchte ich sagen, dass der FC Rothenberg mich von Anfang an sehr gut aufgenommen hat. Ich denke auch wie die ganzen anderen Transfers. War sicherlich auch mit mir, mit dem Martin Kobras, ein ganz wichtiger Transfer. Wir haben ein sehr gutes Teamgefüge. Wir kämpfen alle füreinander auf dem Platz. Sind ein zusammengewürfelter Haufen durch die Auswärtigen, aber auch viele Einheimische. Wir heben alle gut zusammen und ich glaube, das ist schon das, was uns so richtig stark macht. Du bist im Jänner 2022, hast du den Schnitt eigentlich gemacht als Profifußballer zurück in den Amateurfußball. 7 Jahre davor beim FC Dornbirn in der ersten Kampfmannschaft hast wahrscheinlich 150 Meisterschaftsspiele absolviert. Die Birkenwiese war dein Zuhause oder ist wahrscheinlich immer noch dein Zuhause? Ja, absolut. Ich habe beim FC Dornbirn auf der Birkenwiese meine ersten Schritte im Fußball gemacht. Bin dort groß geworden, bin dort zu dem Spieler gereift, der ich heute bin. Bin dem FC Dornbirn sehr viel dankbar. Auf der anderen Seite ist auch sehr traurig, was momentan mit dem FC Dornbirn alles passiert. Ja, auf der anderen Seite sehr dankbar, aber auf der anderen Seite auch sehr traurig und sehr schade, was momentan über den FC Dornbirn alles gesagt wird und was man alles so über den Verein mitkriegt. Bei der glorreichen Zeit 2018, 2019, als der FC Dornbirn in der Regionalliga den Meistertitel gemacht hat unter Markus Mader, warst du selbst Spieler. Das war natürlich auch ein Highlight wahrscheinlich in deiner aktiven Karriere. Ja, absolut. Das war wirklich eine der schönsten Zeiten in meiner Fußballkarriere, wenn nicht sogar die schönste Zeit. Wir haben eine unglaublich tolle Mannschaft gehabt. Sind wirklich Freunde fürs Leben dabei, wo jetzt noch stetiger Kontakt herrscht untereinander. Und das ist sicherlich die schönste Zeit bisher in meiner Karriere. Felix, du hast fast 60 Spiele für den FC Dornbirn auch in der zweiten Liga absolviert, warst
oft als Innenverteidiger im Einsatz, als Sechser, als Achter. Das ist eigentlich ein Wunschdenken für einen Trainer, dass ein Spieler so viele Positionen spielen kann. Ja, absolut. Ich denke, dass das für einen Trainer sicherlich hilfreich sein kann. Aber ich als Spieler muss auch sagen, dass es für mich hilfreich ist, mehrere Positionen zum Spielen können. Da natürlich dort gerade auch in jungen Jahren die Einsatzzeiten oder die Chancen auf Einsatzzeiten steigen. Felix, der Wechsel vom Amateurfußball oder vom Profifußball in den Amateurfußball nach Langeneck oder zum Zimmer FC Rothenberg, warum ist dann das eher also nicht zum Saisonende gefallen, sondern in der Winterübertrittszeit? Ja, mal ein Hauptgrund war sicherlich meine Ausbildung zum Volksschullehrer. Beim Masterstudium waren ganz viele Studienlehrgänge am Freitagnachmittag. Da war denn das nur mal so einfach zum Miteinander vereinbaren, am Freitagmittag, Vormittag die ganze Auswärtsfahrt zum Adriater. Und zusätzlich ist dann noch eher schwere Verletzung dazugekommen. Und das hat dann nachher alles zusammengespielt, dass ich mich nachher dann entschieden habe, den Schritt zum Gehen und vom Profifußball weg zum Gehen. Und ja, so hat sich das eigentlich alles ganz gut gefügt. Felix, dein persönliches Ziel jetzt für die beginnende Frühjahrssaison mit dem Zima FC Rothenberg ist natürlich in lauer Stellung, hat am Anfang der Saison nach anfänglichen Problemen war es ja Tabellenletzter in der VNAT Elite-Liga und derzeit auf dem zweiten Platz auf Tuchfühlung zum ersten, zum FC Lautrach. Ja, wir haben sicherlich jetzt zu Beginn kein einfaches Programm, gleich das Derby in Alberschwende, dann kommt gleich zum Schlager gegen Lautrach. Anschließend dann zwei weitere Derbys gegen Anspruch und gegen Eck, also sicherlich ein toughes Programm. Ja, der Saisonstart war ein bisschen schwierig, da die ersten Spiele sind wir noch nicht ganz so rund ins Laufen gekommen. Wir haben aber an uns geglaubt, wir haben gewusst, wir haben eine hohe Qualität in der Mannschaft und haben das Ruder gemeinsam wieder umgerissen und ich glaube, dass wir ganz zu Recht dort standen, wo wir standen. Zima FC Rothenberg ist eigentlich vor dem Saisonstart schon der Top-Favorit gewesen. Jetzt, vor der Frühjahrssaison, haben eigentlich alle Trainer schon gesagt, der Weg führt über Zima FC Rothenberg. Das ist auch eigentlich der einzige Verein, wo symbolisiert hat, um in die Regionalliga West aufzusteigen. Ja, das, wenn man natürlich am zweiten Tabellenplatz steht, ist das gleich mal gesagt, dass wir da Top-Favorit sind. Wir wissen, dass wir eine sehr gute Mannschaft haben. Wir wissen aber auch, dass es in der VNAT Elite-Liga viele andere Mannschaften gibt, die eine sehr hohe Qualität haben. Ich denke, wir haben eine sehr gute Wintervorbereitung gehabt, wo nicht immer alles rund gelaufen ist. Die letzten Tests, was wir gehabt haben, waren dann aber sehr zuversichtlich und sehr vielversprechend. Und ich glaube, dass wir einfach durch den ganzen Frühjahrsdurchgang, was wir gehabt haben oder gespielt haben, uns das auch erarbeitet haben. Und ja, wenn man natürlich Zweiter ist mit einem Punkt Rückstand auf den Ersten, dann muss man sich natürlich auch mit solchen Sachen auseinandersetzen. Sind natürlich noch weitere Wälderclubs wie Alberschwende, Andelsbuch mit in der VNAT Elite-Liga, der FC Eck natürlich auch. Die stecken natürlich im Abstiegskampf. Rothenberg als Aufstiegskandidat gehandelt, wäre natürlich dann für die neue Saison, würden dann die Derbys im Bregenzer Wald wegfallen. Ja, richtig. Natürlich schauen wir immer auch ein bisschen mit einem Auge, was machen so die anderen Wäldervereine, weil das natürlich Spiele sind für uns alle. Ist es lässig, wenn man im Jahr Derbys hat, wenn viele Zuschauer sind, wenn auch nach der Spiele eine gehörige Party ist und ein Fest ist. Das gefällt uns allen gut. Und ich glaube, dass das für den gesamten Bregenzer Wald einfach eine tolle Werbung ist für den Fußball. Und darum hoffen wir natürlich, dass es alle Wäldervereine sportlicher Sicht schaffen, um sich in der VNAT Elite-Liga zu heben. Felix, Zima FC Rothenberg, muss ich nochmal zurückkommen. Da sind etliche Spieler, sogar einige, wo schon im Profifußball gespielt haben. Du natürlich, Felix Gurschler, der Martin Kobras natürlich nicht zu vergessen, die Altacher Leitfigur, Paolo Victor, das sind natürlich Kicker für diese Leistungsstufe unbezahlbar und auch den Kevin Bentele als Torschütze oder den Torgaranten, den Julian Rupp nicht zu vergessen und den Kapitän Patrick Maldona, der seit
vielen, vielen Jahren beim FC Rothenberg spielt. Das bürgt für Qualität und für Quantität. Ja, ich würde jetzt da eher die Qualität in den Vordergrund rücken. Natürlich ist der Nachwuchs jetzt nicht, wie ich das kenne, bei Dornbirn so wahnsinnig groß, aber ich denke, dass junge Spieler, die die Chance haben, zum, bei uns eine Vorbereitung mitzumachen, die über sein 1B zu uns aufkommen, von so Spielern mit so hoher Qualität sehr viel profitieren können. Und ich glaube, dass das im ganzen Verein einfach sehr gut tut. Und natürlich, die Spieler, wo du gerade aufgezählt hast, die haben eine Riesenqualität. Und ich glaube, dass die Jungen einfach da sehr davon profitieren und mir nachher dann da geschlossen eine sehr gute Teamleistung bringen können. Der Weg zurück in den Amateurfußball hat Felix Gurschler vor 2 Jahren gemacht. Kann es auch sein, dass der Felix wieder einmal im Profifußball auftaucht? Nach seinen guten Leistungen konstant eigentlich immer auf jeder Position? Also für mich ist klar, dass ich mein Geld mit meinem Beruf verdienen will. Und es gibt ganz viele schöne andere Dinge, die Platz finden, wenn man immer so viel am Fußballplatz ist und immer so viel mit der Auswärtsfahrt hat oder gar keine Auswärtsfahrt mehr hat. Also der Schritt zurück wird es nicht mehr geben. Als Volksschullehrer muss man natürlich auch noch nachhaken, sind da denn die Kinder am Montag, wenn man in der Schule Unterricht gibt, sprechen sich dann über das Spiel vom vergangenen Wochenende oder sagen sie, das hättest du besser machen sollen oder das hast du gut gemacht? Ja, also ich muss sagen, bei mir in der Klasse sind einige fußballverrückte Jungs, aber auch Mädels. Das freut mich natürlich persönlich sehr. Ich triff sie auch wieder ab und zu mal auf einem Match, wenn es in der Nähe ist, vor Schwarzach, dann kommen die Kinder da auch vorbei und da wird natürlich auch mal die ein oder andere Minute investiert, um über Fußball zu reden. Und natürlich werden sie mir auch ab und zu sagen, was ich vielleicht besser machen können oder nicht. Mhm. Mal zurückzukommen auf den Frühjahrsauftakt in der VNAT Elite Liga. Der Kracher ist natürlich in Alberschwendi am Samstag um 16 Uhr. Livestream auf voll.at und auf VNAT. Alberschwende zum Auftakt im Herbst hat man 3-2 verloren. Jetzt wird wahrscheinlich die Revanche angepeilt. Ja, absolut. Natürlich. Das Ergebnis haben wir natürlich nicht vergessen vom Hinspiel. Und ja, im Rückspiel gibt es für uns nur einen Sieg. Und wir haben eine tolle Vorbereitung gemacht und wir glauben da auch ganz fest an uns. Und wir wissen natürlich, dass Alberschwende ebenfalls eine hohe Qualität hat, sie auch vielleicht zu Unrecht so weit unter denen stand, wie es momentan gerade ist. Aber wir konzentrieren uns da ganz auf uns und wir sind überzeugt von uns selber. Felix, jetzt hat der Alberschwende richtig sich verstärkt mit dem Timo Rischt, hat einen Regionalligaspieler geholt und den Tarkan Barlag von Viktoria Bregenz, einen Top-Stürmer. Da gibt es eine viel Arbeit in Alberschwende am Samstag um 16 Uhr. Ja, absolut. Natürlich eine schwierige Aufgabe. Wir wissen um die Stärken, um die Schwächen von FC Alberschwende Bescheid. Wir befassen uns so intensiv mit dem Gegner. Waren am Dienstag nochmal ein guter Test gegen Eckkett in Lingenau. Sind gut vorbereitet und ich bin sehr optimistisch auf den Samstag an. Der Sebastian Innermer, der fehlt im Frühjahr bei deiner Mannschaft natürlich wahrscheinlich, vor allem in der Defensive, das tut wahrscheinlich verdammt weh. Ja, absolut. Wir wünschen natürlich alle unserem Basti eine schöne Zeit, wo er sich auch jetzt gerade momentan befinden wird. Wissen wir alle nicht so genau, aber natürlich, Basti ist ein total individuell starker Fußballspieler, der individuell sehr vielseitig einsetzbar ist, bringt er absolut tolle Qualität mit, aber auch neben dem Platz tut uns absolut weh. Ja. Felix, jetzt gibt es seit einigen Jahren die Kooperation Rothenberg, also mit Langeneck und Lingenau. Da gibt es natürlich auch die zwei Heimstätten. Einmal wird in Langeneck gespielt, im Weiher, und einmal im Waldstadion in Lingenau. Wo spielt der Felix Gurschler lieber, in Lingenau oder in Langeneck? Ja, das ist ja eine ganz schwierige Frage. Mir persönlich gefällt die Rasenbedingungen gefallen mir in Langeneck besser. Aber natürlich das Ambiente mit so einem tollen Clubheim und wirklich einer schönen Anlage in Lingenau
ist dann vermutlich nach dem Spiel lieber. Felix, und ich muss ein bisschen vorausblicken schon, weil nach Ostern am 6. April, am Samstag, da gibt es dann den Kracher in der Elite-Liga zwischen Rothenberg und Lautrach. Richtig, ja, natürlich. Wir möchten am Samstag einmal solide, ganz sicher in die Saison starten. Wir wissen, dass danach ein schweres Programm auf uns zukommt. Und ja, in Lautrach, das kann vielleicht schon ein vorentscheidendes Spiel sein um den ersten Platz. Es gibt 13 Endspiele, also es sind einige Endspiele für den Team FC Rothenberg im Frühjahr stehen auf dem Programm. Natürlich auch noch im Wälder Cup, da gibt es dann noch das Halbfinale und eben ein mögliches Finale. Ja, richtig. Leider war uns das durch das Wetter, ist es uns verwehrt geblieben, zum vor dem Saisonstart das Wälder Cup Halbfinale gegen Spitzau zum Spieler. Das wird jetzt am 9. April nachgeholt. Und für uns zählt da auch nur den Titel zum Holen. Also für uns ist die Marschrichtung in der Hinsicht auch klar. Wir wählen in das Finale. Das Finale ist auch dann daheim bei uns und ist ein sehr großes Saisonziel für uns. Dann sage ich danke, Felix, für das Interview auf Fradelberg Online. Wünsche natürlich dem Zimmer FC Rothenberg alles Gute für den Frühjahrstart und für den Rest der zweiten Saisonhälfte und auch dir persönlich ganz, ganz viel Erfolg und überall kann man dich einsetzen, überall fast nicht im Tor. Ja, das stimmt. Thomas, vielen Dank. Danke, meine Damen und Herren, liebe Fußballfreunde, das war der Live-Talk auf Fradelberg Online zu Ostern. Danke fürs Dabeisein. Schöne Ostern, viel Spaß, alles Gute, danke schön und auf Wiedersehen.